Niemand kennt seinen Namen. Niemand weiß, woher er kommt. Vielleicht aus Liberia, vielleicht aus Mali. Er wollte nach Europa. Er wollte ein besseres Leben. Der Strom von Menschen, die Zuflucht suchen in Europa, will nicht abreißen. Die Methoden krimineller Schlepperbanden werden immer brutaler. Europas Umgang mit den Flüchtlingen immer erbärmlicher. Das System, wie wir Asylrecht gewähren, ist verrückt. Wir sagen eigentlich, du musst zuerst russisches Roulette spielen. Du musst tausende Dollar aufbringen. Du musst es auf ein Boot schaffen und wirst vielleicht dabei ertrinken. Und wenn du es schaffst, deinen Fuß auf einen Strand zu setzen, dann hören wir dich an. Das macht doch keinen Sinn. Man nennt es ein Menschenrecht, aber eigentlich ist es ein grausames Unrecht. 17.000 Menschen sind im Mittelmeer ertrunken, aufgrund dieser Struktur der Versuchung. Und dabei erreichen wir die Hilfsbedürftigsten nicht einmal, weil die Menschen, die Asyl am dringendsten brauchen, es nicht zu uns schaffen. Exodus, das neue Buch des weltweit renommierten Ökonomen Paul Collier, bringt Sprengstoff zum Thema Einwanderung. Denn Collier fordert, angesichts der menschlichen Katastrophe an Europas Grenzen, ein radikales Umdenken, eine neue Politik. Ich habe lange gezögert, dieses Buch zu schreiben, weil die Debatte so vergiftet und polarisierend ist. Es ist eine Debatte unter Gehörlosen. Die Leute schreien sich angebliche Wahrheiten ins Gesicht, anstatt ein gemeinsames Verständnis zu suchen, das auf Erkenntnis und Analyse basiert. Deswegen habe ich gezögert, in dieser Debatte zu intervenieren. Und ich bin immer noch sehr im Zwiespalt, ob es gut war, das Buch überhaupt zu schreiben. Seine Thesen provozieren, weil er kühn und nüchtern nur die Realität analysiert in der ideologisch und emotional hochgepeitschten Debatte um Migration. Er schlägt vor, Einwanderer, die Europa illegal erreichen, zurückzuschicken. Nur so könne verbrecherischen Schlepperbanden das Handwerk gelegt werden. Stattdessen ein Einwanderungssystem für ganz Europa. Mit klaren Regeln, Quoten und Anlaufstellen für Anträge in den Herkunftsländern. Und er will, dass den ärmsten Ländern der Welt endlich so geholfen wird, dass Auswanderung dort kein Thema mehr sein wird. Asyl soll es nur für die geben, die politisch, rassisch oder religiös verfolgt werden. Die richtige Frage, die man aufwerfen muss, ist nicht, ob Immigration gut ist oder schlecht, sondern wie viel Einwanderung für eine Gesellschaft Sinn macht. Diese Antwort will aber niemand hören, weil die Gesellschaft im Moment aufgeteilt ist in diejenigen, die Einwanderung wunderbar finden und jene, die Einwanderung grässlich finden. Aber die Botschaft, dass ein wenig Einwanderung besser ist als gar keine, dass man sowohl zu viel Einwanderung wie auch zu wenig haben kann, diese für mich sehr robuste Wahrheit will keine Seite akzeptieren. Dass die Ergebnisse seiner Forschung je nach politischer Richtung mal so oder mal so ausgelegt werden, dagegen kann er sich nicht wehren. Im Spiegel lesen sich seine Thesen anders als in der konservativen Zürcher Weltwoche. Doch Rassismus lehnt er ab, denn Paul Collier ist selber Nachfahre eines Einwanderers. Mein Großvater verließ sein Dorf Ernsbach, ging nach Bradford, heiratete eine Engländerin. Und dann begann der Erste Weltkrieg. Sein Großvater gerät als Deutscher in England zwischen die Fronten, wird als Spion denunziert und angegriffen. Er musste seine Frau und seine Kinder, darunter meinen Vater, mit einer Eisenstange vor einer rassistischen Meute beschützen. Meine Familie hat erlebt, was es heißt, Opfer von Rassismus zu sein, von einer Stimmung gegen Einwanderer. Das ist in der Seele meiner Familie tief verwurzelt. Das wollen wir nie wieder erleben.
Und deshalb muss Immigration so stattfinden können, dass die Gesellschaft eine schrittweise Integration verkraften kann. Dann wird sie all die Einwanderer als überwiegend positiven Beitrag zur Gesellschaft akzeptieren. Wer sich ernsthaft und ohne ideologische Vorbehalte mit dem Elend an Europas Grenzen auseinandersetzen will, kommt an Paul Colliers Buch nicht vorbei. Und an seiner Forderung nach einer anderen, neuen und gemeinsamen Politik der Einwanderung nach Europa.